Freunde, ich bin finally zurück und wir standen unter der Challenge, die ich, glaube ich, so auf meinem Kanal noch nicht gebracht habe. In Minecraft gibt es unterschiedliche Mobs und jeder Mob hat auch unterschiedliche Sachen, die er droppen kann. Viele Items haben eine recht hohe Droprate, aber andere auch extrem niedrige. Ziel ist es, von jedem einzelnen Mob, was Items droppen kann, mindestens ein Item zu bekommen. Sollten wir sterben, dann müssen wir von neu beginnen. Wenn euch dieser Content gefällt, dann smasht auf jeden Fall den Like-Button. Genauso könnt ihr gerne den Abo-Button smashen, um nichts mehr zu verpassen. Und viel Spaß mit dem Video. Ich hoffe, ihr habt eure Lunchbox mitgenommen mit ein paar Snacks, mit ein paar Getränken, denn es geht heute auf eine kleine Reise. Und zwar sollt ihr /start in den Chat eingeben, seht ihr schon oben Monster und Items. Das jetzige wäre zumindest das Skelett mit Pfeil und Knochen. Das sind die Dinge, die wir gerade aktuell brauchen. Das ist zumindest die Challenge, jeden Drop von jedem Monster zu bekommen. Zudem, was sehr, sehr nice ist, ihr seht auch oben die Bossbar und das ist unsere Fortschrittsanzeige. Also die füllt sich, umso mehr Mobs wir töten, umso mehr Drops wir von den Mobs bekommen, füllt sie sich. Zusätzlich dürfen wir auch nicht sterben. Wenn wir sterben, dann müssen wir von vorne beginnen. Zudem haben wir auch endlich unser Badland Cape. Ich habe so lange drauf gewartet und es ist endlich finally da. Und ich finde, es ist sehr, sehr geil geworden. Also falls ihr es euch holen wollt, natürlich auch Code erheblich eintippen für die 10% Rabatt. Deswegen, ja, beispielsweise das nächste Skelett. Können wir theoretisch jetzt schon holen? Sollen wir das jetzt schon holen? Perfekt, bis jetzt nur 10 Zombies hinter mir her. Kein einziges Skelett. Sehr gut. Sollten wir direkt auf die aktuellen Sachen gehen? Ich habe das Gefühl, wir sollten also erstmal ins End. Richtig? Weil es kann sein, dass wir beim Enderdrachen sterben und dann ist wieder alles resettet. Also wirklich alles resettet. Dann müssen wir wieder komplett von vorne anfangen. Daher glaube ich, ist es real talk smart, wenn wir erstmal den Enderdrachen holen, hoffen, dass wir da nicht sterben, dann uns gute Rüstung eventuell noch im End holen und dann den Rest machen. Boah, es wird eine Reise. Es wird eine lange Reise. Ich sag, wie es ist. Es wird sehr, sehr... Ich hoffe, dass wir nicht sterben. Okay, da ist die Chest. Sehr gut. Gibt es nur eine? Ich glaube, hier gibt es nur eine. Ja, die ist schon mal nicht schlecht. Schon mal Emeralds und so. Okay, nehmen wir mit. Let's go. Was ist das denn? Was ist denn mit dem Schiff passiert? Was ist denn passiert? Das ist einfach eine Oberfläche. Sinkt nicht normal ein Schiff? Also, habe ich so im Kopf irgendwie, dass ein Schiff normalerweise sinkt. Aber irgendwie passiert da irgendwie nicht viel. Moosblock, aber das ist nicht so geil. Oh, Lederhelm. Komplett OP. Sehr gut. Ich glaube, wir brauchen ab einem bestimmten Zeitpunkt auch einen Unterschlupf oder so. Irgendeine Base, könnte ich mir vorstellen. Zumindest bei der Challenge wichtig. Sonst nicht so, aber bei der Challenge, glaube ich, wichtig. Oh, die Kiste ist natürlich ultra geil. Und jetzt fängt es an zu regnen. Ah, das ist ja wieder typisch. Ja, wäre Klassiker. Okay, zwei Kisten untereinander. Auch nicht schlecht. Oh mein Gott, stimmt. Ich habe ja noch die andere Schatzkarte. Die habe ich schon wieder komplett vergessen. True, ich habe noch die andere Schatzkarte. Nochmal eine Schatzkarte. Wir haben drei Schatzkarten. Ich glaube, das ist nicht so smart. Ich glaube, das sind alles dieselben, richtig? Oh nein. Oh mein Gott. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Okay, direkt Endfight hier. Junge, kommt er da aus seiner Höhle raus? Oh. 5 Smaragde, genug Eisen, Unterwasseratmungstrank könnten wir sehr gut gebrauchen, falls wir in den Unterwassertempel gehen. Weil das könnte sehr gut sein, dass wir in dieser Challenge auch den Unterwassertempel öfter vielleicht sogar besuchen werden. Oder öfter einen Unterwassertempel brauchen. Da ist Unterwasseratmung ziemlich nice. Wir gehen wieder hoch hier rein. Junge, das ist so ein Safe Spot. Der ist so cool. Guck mal, wie ich hier chill. Wie lässig. Seht ihr das? Wie lässig ich hier einfach hier drunter so klemmen. Ziemlich geil. Hier ist wieder ein Schiffswrack. Sehr gut. Oh mein Gott. Nein, wir sind nicht... Oh mein Gott, wir sind schon wieder im Kreis. Wir sind schon wieder im Kreis. Boys, kommt euch das nicht auch sehr bekannt vor mit da drüben? Und hier mit dem Dingens? Das kommt euch auch sehr bekannt vor vermutlich, oder? Und weiter geht's. Zwei nach vorne. Jetzt. Hier unten. Let's go. Oh, huge. Mit Diamonds sogar dabei. Smaragde wieder dabei. Wir sind auf der... Also wir sind ja bei den Schiffswrack- und Schatzkartensachen sind wir so strong. Unterwasseratmung können wir auch noch gut für die Challenge gebrauchen. Die soll ich definitiv behalten. Freunde, wir müssen auch ein bisschen Aussicht auf ein Skelett. Da ist ein Skelett. Seht ihr das? Wir nehmen das rechte. Jetzt müssen wir nur noch hoffen, dass das Skelett ein Pfeil und Knochen droppt. Und es hat's gedroppt. Das hat ja alles gedroppt. Sick, habt ihr das gesehen? Wir haben es fertig. Skelett ist fertig. Jetzt als nächstes der Panda. Perfekt. Also ich muss sagen, ich habe mich ein bisschen erschrocken gerade. Weil das war nicht eigentlich abgestimmt, dass diese Animation kommt. Aber gut. Ich habe mich ein bisschen erschrocken vor dieser Animation. Aber okay. Gut, weiter geht's. Sehr gut. Skelett haben wir fertig. Und ihr seht schon, ganz bisschen hat sich dieser Balken schon bewegt. Also wir haben noch viel vor uns. Wir haben noch viel vor uns. Boot on Ice. Oh mein Gott, true. Wait, greift er mich an? Oh mein Gott, Bro, geh weg. Der greift mich an, richtig? Junge, kurze Auseinandersetzung mit einem Eisbären. Ich glaube, der ist strong, oder? Das ist ein bisschen so wie Mario Kart. Ja, das hat nicht so gut funktioniert. Aber es ist ein bisschen so wie Mario Kart, muss man sagen, oder? So slightly. Was ist jetzt passiert? Fly ist doch enabled on the Server. Oh mein Gott, Junge, erstmal schön vom Server gekickt werden. Sehr gut, schön am Cheaten wieder. Nächstes Boot. Boot on Eis. Da ist die Kiste. Lässige Kiste. Sogar mit einem Diamond und nochmal einem Smaragd. So ein bisschen mehr equipped. Perfekt. Das hat super funktioniert. Oh mein Gott, Flucht der Bindung?
Oh mein Gott, ich kann es nicht ausziehen. Ich habe da überhaupt nicht drauf geachtet. Oh nö. Na gut, dann müssen wir, glaube ich, warten, bis es kaputt geht, richtig? Passt schon, passt schon. Wer braucht denn auch Rüstung? Wird doch komplett überbewertet, oder? Wird doch auch komplett überbewertet. Braucht doch keiner. Ich glaube, nur in einer Richtung ist smart. Im Westen sind die Besten. So nämlich. So, damit, mit der Motivation muss man doch reingehen. Und da drüben ist schon wieder ein Tempel. Seht ihr das? Da ist schon wieder einer. Ein Dorf ist, also wirklich, das ist ja wirklich impossible. Ich habe das Gefühl, manche... Oh! Ich rede gerade vom Dorf und da ist es. Da ist ein Dorf. Seht ihr das? Da, Schornstein, Tür, ein Dach. Es hat Wände. Es ist ein Haus. Es ist ein Dorf. Da ist es. Wir haben's. Wir haben's. Oh, den brauchen wir. Der hat sogar einen Braustand. Oh, du bist ja eine Legende. Wait! Oh nö. Geht nur mit Spitzhacke, nein. Es war so ein guter Call. Es war so ein guter. Warum ist das denn auch so leicht abbaubar ohne Spitzhacke? Was soll das denn? Das ist ja auch eine Frechheit, oder nicht? So ein Braustand, warum ist denn so schnell abbaubar? Was soll denn das? Lauf nicht weg, Bro, ich brauch dich. Bitte. Hier, Boot. Kann ich... Oh, da ist er. Komm, bitte drop Enderperlen. 3, 2, 1. Eyo! Er hat eine Enderperle gedroppt. Junge, wir sind anders lucky. Wir haben sie. Pearl dich hoch. Nein! Bro, ich habe immer meine Bausachen auf Tab. Ich habe immer meine Bausachen auf 9. Ey, wirklich, ich bin... Also, das kannst du keinem erzählen. Wirklich, ich bin der dümmste Minecraft-Spieler, den es überhaupt gibt. Wirklich. Ich habe immer meine ganzen... Immer meine Blöcke habe ich auf 9. Gerade noch über die Enderperle gefreut und jetzt wieder direkt weg. Sehr, sehr stark. Oh, da hinten ist ein Dingens. Aber das bringt uns nichts, oder? Nein. Oh, mein Gott. Junge, wir sind schon wieder im Kreis. Was ist denn los? Wir sind schon 2 Stunden und 13 Minuten drin und wir sind einmal im Kreis gefahren. Das muss jetzt gut werden. Okay, zack. Werkbank ist aufgestellt. Oh, nein. Oh, mein Gott. Bro, ich weiß nicht, ob Gießen so smart ist. Das hier. Und das war das letzte, Freunde. Let's go. Okay, Freunde, seid ihr ready? Ich meine, ich habe meine Goldhose leider an und ich glaube, ich kann ihn nicht wegmachen, richtig? Ich hoffe. Das ist der Nether gut. Wir brauchen einen guten Spawn. Okay, wir gehen rein. Let's go. Guter Spawn. Ab in den Nether. Wir brauchen eine Festung. Komm. Oh. Okay, ja. Wir sollten uns auf jeden Fall die Quads merken, oder? Ich glaube, das Erste, was wir machen sollten, ist uns die Koordinaten merken. Ist hier schon wieder over? Nee, man kann hier runter noch. Oh, was haben wir da? Sehr, sehr stark. Freunde, wir haben eine Festung. Wir haben die direkt am Spawn eigentlich. Die ist ultra gut. Oh, ich hör Blazes. Und ich weiß jetzt nicht, ob es so smart ist, hier bei so 2 fetten Lavaseen, beziehungsweise 2 Lava... Oh, da ist ein Blaze. Ich weiß nicht, ob es so smart ist, die mit Holz zu bauen. Aber wir haben nur Holz. Nein. Nicht sterben. Oh mein Gott, nein, bitte nicht. Essen. Ich hab dazu gelernt. Nicht sterben. Nein. Es ist wirklich, wirklich, bitte. Oh, sollen wir runter? Okay, ich hab einen Plan. Oh! Bro, was? Okay. Okay, da ist ein Blaze Rod schon. Wir machen ein bisschen auf safe. Noch eine Blaze Rod? 2 Blaze Rods haben wir. Da ist der Spawner. Da ist der Spawner. Wir haben ihn. Wir können da nicht einfach so reingehen. Oh mein Gott, dadurch, dass ich hier chill, spawn immer wieder neue. Jetzt oder nie? Ich werde so sterben, Bro. Wirklich. Ich kenne mich. Ich werde sterben.